Ja Leute, willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, unser Freund hat sich gerade in einen Tiger verwandelt und schürt kräftig los. Alter, Junge. Gerade habe ich noch gedacht, Junge, lauf ein wenig schneller. Und jetzt schürt der da übel. Alter, Junge. Könntest du uns ja wenigstens helfen? Was haben wir denn da für welche? Das sind ja Saboteure der Venture Co. Oh Gott. Ich muss näher ran. Ja, das wissen wir. Aber er kommt näher zu dir, mein Freund. Ja, das ist ein wenig dödlich, wenn ich ein bisschen rumdrück. Dann schreit sie immer kräftig. Oh Gott. Oh shit, da drüben sieht es noch unlustiger aus. Dann laufen wir lieber mal hier weiter. Und da kriegst du mal einen Hammer der Gerechtigkeit ins Gesicht. Nein, das ist doch nicht der Hammer der Gerechtigkeit. Das ist der Richturteilshammer. Sieht bloß aus wie ein Hammer, so richtig auf den Kopf. Ja, die Humanoiden sind natürlich ein wenig gerissen. Die laufen dann kurz vor ihrem Tod irgendwo hin, um andere Mobs zu pullen. Quasi, wenn du gerade so ein Mob am Kloppen bist und da steht eine Dreiergruppe daneben, rennt der manchmal da einfach rein. Wenn er eben ziemlich wenig Energie hat. So, wo sind wir denn jetzt? Ich meine, der Typ hat uns ja sitzen lassen, ist ja klar, ne? Ich meine, der wollte zu den Fullborgs-Typen. Ich zeige dir den Weg und dann ab geht's. Ich meine, so kann man es natürlich auch machen, ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich hinlaufen soll. Wenn er nicht die Karte wäre. Aber wir wissen ja, wo es hingeht. Gott sei Dank. Ich frage mich eigentlich, was euch mehr interessieren würde. Würde euch mehr interessieren, wenn ich die ganzen Quests wirklich voll und ganz durchlese? Oder reicht's, wenn ich da mir kurz einen Überblick verschaffe und wir dann losschauen? Ich meine, man kann eigentlich wegen dem Scheiß gar nichts mehr falsch machen. Ohne Scheiß. Also wenn ich dann früher denke, da habe ich die Quests echt durchgelesen noch. Habe geguckt, wo könnten das jetzt sein? Und da gab es Questhelper bei Addons, glaube ich, noch gar nicht. Ey. Die Addons sind eh aus der Not entstanden, sag ich mal. Aber vieles wurde ja schon ins Spiel richtig implementiert. Oder implementiert? Ich kann es nicht aussprechen. Wählen. Ach ja, das war ja die Verrückte da. Ihr sagt, dass ihr eines unserer Besatzungsmitglieder gefunden habt und dass sie schwer verletzt ist. Ich werde umgehend ein Mitglied meiner Besatzung in euer Dorf entsenden. Das ist nicht mein Dorf. Ich bin Admiral Odysseus. Oh Gott, Leute, wir haben Odysseus gefunden. Oder Odysseus? Na egal. Vom Marinekommando der Allianz. Oh, für die Allianz, mein Freund. Eine Plage der besonderen Art zwang uns dazu, an der Küste eurer Insel vor Anker zu gehen. Es beschämt mich, das sagen zu müssen. Doch ein paar Goblins haben es irgendwie geschafft, sich als blinde Passagiere in den Frachträumen unserer beiden Schiffe zu verstecken. Letzte Nacht, als der Großteil der Schiffsmannschaft in den Kojen lag, schlugen sie zu. Sie stahlen unsere Navigationsinstrumente und sprangen von Bord. Oh, oh, na sehr toll. Anschließend verschwanden sie im Dickicht, östlich von hier. Werdet ihr uns bei der Suche nach den Instrumenten behilflich sein? Es wäre eine großzügige Geste von euch. Admiral Odysseus bei Odysseus Ankerplatz möchte, dass ihr den von der Venture Co. gestohlenen nautischen Kompass und die nautische Karte wieder beschafft. Das Licht segne euch. Ja, da waren wir doch gerade, oder? Na klar, waren wir da gerade. Alles klar. Wir sollen also Odysseus, ich nenne jetzt einfach mal Odysseus, okay? Crackhead, Jumpboing, ein Topf. Crackhead, Aschenbecher, bei Odysseus Ankerplatz möchte, dass ihr ihm 6 Stück Raubkriecherfleisch bringt. Okay, Crackhead, Aschenbecher, wir werden das mal machen. Das ist ein übler Name. Kochkunstlehrer und Bedarf. Aber ich möchte natürlich erst einmal nochmal zurückgehen
Wir gehen jetzt mal da in diese Richtung. Wir wollen ja noch, wir haben ja eigentlich noch einen Auftrag. Oder den mal gesägt. Oh, ein Tippi, der da... Vor allem die Bäume, die sind so riesig und der haut da mit der Axt rein. Das ist so unlogisch. Ich meine, komm. Wenn du mit dem Ding in, mit einer Axt gegen so ein Teil schlägst, das bringt doch gar nichts. Aber der schlägt da schon seit Jahren drauf rum. Tja, das ist halt das Schicksal eines NPCs. Man schlägt Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde auf diesen Baumstamm. Außer man hat nur irgendeine andere Bestimmung. So, jetzt muss ich allerdings aufpassen, dass wir hier heil zum Dorf der Fulborgs kommen. Oder der Fulborgs. Oder wie diese Wesen auch immer heißen mögen. Gott, ich sollte wirklich mal checken, wie gerade meine Aufnahmeleistung ist. Ich meine, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Aber ich habe erst ein Video freigegeben anscheinend. Ja, Leute. Ich bin mal wieder derbe am Zocken. Aber der Sucht werde ich nicht mehr verfallen. Ne? Aber das mit der Sucht war auch so ein Thema, ne? Wegen diesem, was ich euch ja im letzten Part oder im vorletzten Part erzählt habe, dass sich da einer 40 Stunden am Stück da tot gespielt hat. Das ist für mich süchtig. Aber jetzt jemand, der, sagen wir mal, ich meine, einer, der 5 Tage die Woche raidet, der ist jetzt für mich zwar nicht ganz nicht süchtig, aber halt nicht so süchtig, dass man denken würde, oh Gott, der könnte nichts mehr anderes machen. Weil es gibt ja Leute, die arbeiten dann nicht mehr und machen eigentlich gar nichts mehr, außer daheim hocken und eben zocken. Oh, da haben wir das beim Lesen des Totems vom euer Leben, ja, Wark. Nee, Wark. Die Abbildungen auf dem Totem stellen einen Krieg zwischen dem Fulborg-Stamm, der Tannenhoffeste und dem der Sichelklauen dar. Die Motive zeigen Gräueltaten, die Sichelklauen... Ich habe irgendwie... Ein komisches Gefühl! Oh shit, der hat mich in so einen Sturm reingepackt. Oh, das ist so Windschock. Denkst du, das interessiert mich, mein Freund? Nein. So, wo bin ich stehen geblieben, Kumpel? Inmitten des Chaos wird eine Prophezeiung offenbart. Ein Held wird kommen. Ja, das bin ich. In seinen Adern fließt kein Fulborg-Blut. Oh Gott, das kann doch nicht sein. Er wird den Stamm der Tannenruferfeste erretten. Echt? Tötet die Fulborgs der Sichelklauen im Dorf der Sichelklauen. Okay. Jetzt habe ich natürlich schon einen getötet, ne? Ihr wollt mich doch verarschen, Leute. Ja, sorry. Was laberst du? Leg Zeugnis für die grausamen Taten unserer Gegner ab. Alu, sie rauben unsere Jüngsten, unsere Schwachen. Bla bla bla. Ich weiß schon. Aha. Oh Gott, ich muss ihn erst besiegen, den Feind. Er hat schon wieder hier dieses 3 Sekunden Naturschaden. Bla bla bla. So, was hast du denn für uns? Nix. Benötige Schlüssel der Siegelklauen. Ich muss einen Schlüssel finden. Wo ist hier ein Schlüssel? Hat irgendeiner von euch Honks einen Schlüssel? Oh Gott, kicken! Ah, geht nicht. Huah. Oh, da müsst ihr richtig reingehen in den Typen. Der dürft... Oh, aber den Mob kann man nicht austricksen. Ne? Der ist einfach zu stark. Aha, was haben wir denn da? Ein Schlüssel der Siegelklauen. Verbrauchen wir den eigentlich? Ja. Na toll, jetzt müssen wir 8 Schlüssel finden. Nein. Die Prophezeiung ist wahr. Ich bin gerettet. Junge. Ich mache nur meinen Job hier. Hier kommt jeden Tag einer vorbei, der irgendeine Prophezeiung erfüllt. Ist einfach so. Vor allem, die sehen eigentlich voll genauso aus wie die anderen. Außer, dass sie schwarz sind. Merkt ihr diese komische Parallele? Aber das scheint... Oh, wir sterben gleich. Wir sterben natürlich nicht. Also, das war hier nur ein Witz.
Meine, lass mich doch nicht einfach von so einem Fulborg töten. Habe ich jetzt eigentlich einen Schlüssel bekommen? Nein. Toll. Jetzt muss ich hier draußen rumgurken und die ganzen Typen killen, nur um Schlüssel zu bekommen. Ich weiß, es ist unglaublich spannend. Aber so ist das Spiel, Leute. Ich meine, die haben es ja eigentlich noch besser gemacht, ne? Das geht ja jetzt noch schneller, auf Level 60 zu kommen oder auf Level 70 oder auf Level 80. Das haben sie alles verkürzt. Boah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange das immer gedauert hat damals. Ey. Boah. Da hast du gequestet und gequestet. Und es wollte eigentlich nicht weniger werden. Es war grausam. Es wurde immer mehr. Anstelle immer weniger. Oh Gott, da sind nur noch mehr. Gott, wir haben nur die Außenhaut ihres Dorfes angekratzt, sozusagen. Ursa, der Sichelclown. Das scheint ihr größter Knüppler zu sein. Der hat auch den größten Hammer. Guck mal meinen Hammer an, ey. Und da haut der kleine Hammer um. Oh, was haben wir denn noch bekommen? Ein schattiges Kurzschwert der Stärke. Da könnten wir auch mal... Wow. Plus 1 Stärke. Ey, das macht sogar mehr Schaden als unser Ding. Aber wenn ich das jetzt ausrüste, mache ich keinen Schaden mehr. Glaube ich. Weil ich keine... Weil man... Muss man das jetzt eigentlich noch skillen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das noch skillen muss. Pff. Aber wo sieht man das? Ich glaube, das muss man gar nicht mehr skillen, oder? Kann das sein? Früher musste man immer die ganzen Sachen skillen. Also man musste quasi mit dem Schwert oder mit jeder Waffe trainieren, dass man da auf eine gewisse Punktzahl kommt. Weil man musste immer die entsprechende Punktzahl für sein entsprechendes Level haben. Ich weiß gar nicht, das wurde eigentlich hier irgendwo angezeigt. Oder? Kann das sein? Titel? Ich habe keine. Ja, da kann man Sets anlegen. Das kann ich euch später nochmal zeigen. Ah, da ist schon wieder der Schlüssel. So, jetzt wollen wir uns mal hier reinschleichen und dann werden wir angegriffen. Das war ja klar. Der Windrufer, der Siegelclown, das ist dieser Magier-Cheat, der uns dauernd hier. Ja, aber ich kann mich ja auch heilen. Oh Gott, heiliges Licht, schnell. Voll. Ja, toll, ne? Da guckst du, Kumpel. Das ist natürlich, wenn man hier so Krieger-Tank macht oder so, dann hat man es natürlich nicht so leicht. Da kann man sich nicht einfach mal so, ach ja, ich heile mich jetzt mal. Da, da, da. Alles in Ordnung. So, wie viele Schlüssel haben wir noch? 3. Ich muss näher. Gott, nein, 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 nein. Oh, tschüss, Mann. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir 2 Mobs. Jetzt muss ich mich heilen. So, ich greife natürlich erstmal einen an. So, nochmal geheilt. Ich meine, wir haben genug Mana. Da geht der erste schon mal down. Oh, falsche Taste. Ja, aber ihr seht schon, da muss man immer mal wegen heilen so. Oh, geht es schon. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Erbstücke hättet, dann wäre das natürlich um einiges leichter. Da hat man mehr Power. Da kann man sich natürlich auch Waffen holen. Da rennen wir dann zwar bis Level 80 mit den gleichen Waffen rum. Ach ja, Waffen gibt es ja auch noch, ne? Aber die erhöhen keine Erfahrungspunkte. Die wachsen quasi nur mit dir selbst. Aber die kann man bis zum maximalen Level benutzen. Also das ist kein Ding. So, Leute. Jetzt muss ich auch gleich den Part nochmal beenden. So, wir haben hier noch einen Schlüssel. Wir brauchen aber noch 4. So, heilen wir mal kurz. Ich meine, Mana haben wir ja eh genug, ne? Haben wir eh mehr als wir brauchen. Das wird sich aber allerdings auch irgendwann ändern. So. Jetzt werde ich hier oben den Part beenden. Wir werden uns dann hier weiterhin im Dorf der Fulborg-Typen, der Sichelclown, umsehen, um unsere Typis da, die Typis halt zu retten, ne? Die Weißen, vor den Schwarzen.
Also Leute, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei World of Warcraft. Bis zum nächsten Mal.